herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Brothers. Voller neuem Tatendrang und Elan machen wir heute dieses Level. Oh mein Gott. Wenn man schon absieht, dass ich nicht verstehe, wie ich hier überhaupt getroffen wurde, da ich meiner Meinung nach ihn zuerst berührt habe. Mario shot first oder touched first. Dieses Level ist... Es hat die schlimmste Mini-Mario-Aufgabe, die man sich vorstellen kann. Wir sehen hier wieder diese Triple-Traps. Die waren ja schon damals eher unliebe Zeitgenossen, weil sie, auch wenn sie größtenteils sie nur von oben nach unten bewegt haben, so ein bisschen eine unregelmäßige Bewegung hatten, was es schwieriger gemacht hat, sie zu erreichen. So, hier kommt jetzt hinzu, dass sie von oben nach unten fallen. An sich nicht das allergrößte Problem, denn auf dem Boden kann man sie immerhin mit der Feuerblume ganz gut erledigen. Das Problem kommt wirklich, weil man Mini-Mario in diesem Level braucht. Denn es ist so eine Qual, mit Mini-Mario bei diesen Viechern durchzunavigieren. Denn Mini-Mario ist deswegen vorteilhaft, weil man eben... Oder vor allem eben, weil man mit Mini-Mario sehr weit, sehr hoch springen kann und seine Bewegungen relativ gut timen kann, so. Hier kommt jetzt aber natürlich hinzu, dass es sein kann, dass Triple-Traps auf dem Boden sind und man mit Mario Mini-Mario springt, um sie auszuweichen oder da oben neue spawnen, die mich dann komplett erledigen. Oder wenn ich hier zum Beispiel einen einfachen Sprung mit Mini-Mario mache, sind da oben Triple-Traps, die es mir dann unmöglich machen, dass ich nicht sterbe, weil sobald ich hochspringe, sofort da oben einer ist und mich umbringt. Und das ist das Schwierige. Ihr habt gesehen, wie weit weg das hier eigentlich von der Halbzeitfahne ist. Oder Speicherfahne, nämlich extrem weit. Die war relativ nah am Anfang und diese Röhre war im Prinzip wirklich ganz am Ende die letzte Sternenmünze. Und deswegen kündige ich euch jetzt schon an, das werde ich jetzt nicht machen, weil das ist nichts als Frust. Ja, dieses Spiel demotiviert mich in einem auf einem erstaunlichen Level. Also normalerweise bin ich ja wirklich immer jemand, der die Sachen sofort macht, aber wenn man halt extra Items einsammeln muss, dann sinkt da meine Lust. Zumal es für mich immer ein bisschen schwieriger ist, die Dateien zusammenzuschneiden. Ich meine, das wird wahrscheinlich eher sein. Weil an sich ist es kein großes Problem, sage ich mal, wenn man mal die Aufnahme unterbricht, zumindest für mich, aber dann muss ich halt für eine separate Videodatei Touchscreen einstellen und oberen Screen einstellen. Ist jetzt nicht das Allerschlimmste, aber wenn ich es vermeiden kann, dann vermeide ich es halt auch und von daher... Ich schaue jetzt mal, ob ich einen Mini-Pilz bekomme. Natürlich kriege ich einen normalen Pilz. Wie sollte es anders sein? Ah, ich hatte einmal Glück, glaube ich. Da habt ihr das ja live gesehen. Aber ansonsten... komm, mach mal einfach das Schloss. Ich hole die dann schon noch. Aber dann müsste ich jetzt Mini-Mario holen. Und dann wäre ich hier wieder Mini-Mario. Gut, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, aber ja. So, dieses Schloss ist ganz okay. Aber Caleb, das hat jetzt doch das Schloss für die totale Qual. Ja, wartet mal ab. diese Sektion ist ganz okay. Also, man fährt hier auf diesem Gefährt, sage ich mal, umher. Und muss praktisch, indem man auf diesen Schalter drückt, immer bestimmen, auf welcher Höhe dieses Gefährt liegt. So, ich glaube, jetzt muss ich hier nach hinten drücken, um das zu aktivieren, oder? Jo. Und das Ganze funktioniert nach folgendem Muster. Wir sehen, dass diese Platten, und das ist eben der schöne realistische Touch, nicht komplett im Nichts schweben, sondern sich immer diesen Seilen entlang hangeln. Zumindest für mich sind das Seile. Ihr könnt da alles Mögliche drin erkennen, auf jeden Fall. Irgendwas Langes. Und da die Hauptschwierigkeit des Levels eben ist, die Sachen so abzutimen, dass man damit die Sternmünzen erreicht. Das ist jetzt schon die zweite. Ansonsten zum Ziel kommt man in der Regel schon relativ problemlos. Aber jetzt weiß ich zum Beispiel nicht mehr ganz genau, wo ich das hier platzieren muss, damit er zur Sternmünze fährt. Nee, es wäre drüber gewesen. Verdammt.
Weil ihr seht, dann tippt er so nach unten. So, komme ich da irgendwie noch rüber? Nein. Nein. Das war mein sicherer Tod. Aber ja, also das funktioniert schon. Man muss nur immer kurz wieder ins Muster reinkommen. Und dann ist es gar nicht so schwer. Und eben natürlich wissen, auf welcher Höhe man diese Platte zunächst haben sollte. Aber das ist... Hat man spätestens nach ein paar Versuchen raus oder macht es instinktiv richtig. Oder hat es mehr oder weniger im Kopf, so wie ich jetzt. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Aber die Platte muss ganz nach oben, weil wie ihr seht, da geht dann, da zeigt dann die Schnur direkt nach unten und die Platte folgt ihr und befördert mich dann direkt in Richtung Sternmünze. Natürlich, das, was ich genommen habe, war jetzt nicht unbedingt falsch, aber damit kommt man halt weiter, nicht zur Sternmünze. Und das war wieder ein schöner Fall von Kopf auf Stein. Eine erfolgreiche Technik, die Mario in jahrelanger Arbeit erfolgreich praktiziert hat. Und im Prinzip nur von Meister Genos übertroffen wird, welcher es hervorragend versteht, bei jedem Gegner, mit dem er sich anlegt, die nächstgelegene Steinwand zu fressen. Aber gut, das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema. Ich meine, Genos, darüber... Über die Rolle des Genos könnte ich ein eigenes Video machen. Weil, das ist einfach... Also Genos ist One Punch Man, weil das ist einfach nur hilarious, was der für eine Rolle hat. Wie allgemein One Punch Man zu den 8 Serien zählt, der ich eine 10 von 10 geben würde, weil sie einfach so vieles richtig macht. So, aber jetzt schauen wir mal, ob wir das hier hinbekommen. Wow! Ganz ruhig, Feuerball. Oder war das sogar ein Hardhit? Ich habe es nicht genau erkennen können, weil ich damit beschäftigt war. Nee, das war nur ein Feuerball. Festzustellen, dass ich gerade fast gestorben wäre. So, schwingen wir uns rüber. Geheime Ausgänge gibt es übrigens, glaube ich, keine in dieser Welt. Das geheime Ausgänge müsste ich jetzt alle gefunden haben. Ja, doch. Ich bin ziemlich sicher, dass ich jetzt alle habe. Und alle Level freizuschalten ist ja eine Sache, die eben nötig ist, um einen Sterne-Menü zu bekommen. Dazu gehört eben dann tatsächlich auch alle... Was? Was? Was ist gerade passiert? Ich hatte doch mehr als genug Schwung, um darüber zu kommen. Okay, also ich bin froh, dass das jetzt nur der Routinefehler war hier und ich im Prinzip schon durch bin. Wir haben jetzt hier diese bewegenden Platten, die mal quer stehen, mal nicht. Aber das Problem ist, dass ich jetzt hier nicht mehr hinkomme, weil ich da wohl eine andere Platte hätte aktivieren müssen. Ha, jetzt am Ende wirke ich dann doch nicht mehr ganz so souverän wie davor. Du bist nicht böse. Ich weiß, deswegen habe ich jemanden viel böseren und fieseren als mich, Papi! Ich hab doch gesagt, du sollst nicht Patafix für mich verwenden! Sekundenkleber, du kleine, unnötige Made! Junge, geht's dir gut? Mario, drück nicht diesen Schalter! Du bist wirklich ein Witz. Ja, wie es in der ersten Welt so begonnen hat, so endet es mit ihm. So, und jetzt gib dir Peach her. Nein, du hast Papi weh getan. Du bist mir zu böse. Junge, was machst du? Wow, dann ist noch böser als du. Wirklich, du hast Groudon beschworen, damit er hier dir eine Brücke schafft? Holy moly, wie viele extra Level sind das? Sehr viele. So, ich habe dann jetzt mal den Mini-Pilz mir off-cam besorgt, weil ich möchte das dann doch nicht zu weit auseinander machen. Natürlich wusste ich, was passiert. Also wäre das wirklich das finale Schloss gewesen, hätte ich natürlich die Sternmütze schon davor geholt. Aber immerhin konnte ich euch so einigermaßen verwirren, sodass diejenigen, die das nicht wussten, dachten, macht der... Der wird jetzt nicht wirklich den Endboss machen, bevor er diese Sternmütze macht, nur weil er sie so sehr hasst. Nee. Aber ich wollte das... ich wollte das einfach zuerst einmal erledigen. Aber ja, wie ihr seht,
Die Welt hat sich nun erweitert und wenn ich richtig gezählt habe, sind wir jetzt bei 12 Leveln, wodurch sie tatsächlich, wie gesagt, die größte Welt ist. Allerdings hatte ich mich ja deswegen zunächst mal zurückgehalten, was die Anzahl der Welten anging, weil sie wirkte ja doch schon sehr klein. Bei NSMB U gab es jetzt, nicht diesen Twist, dass die Welt noch größer wurde, sondern sie blieb relativ klein im Vergleich, während die sich hier dann noch zur größten mutiert. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass man sozusagen dann doch noch ein bisschen extra Content bekommen hat. So, ihr seht, ich versuche so lang wie möglich in der Rolle des Super Mario zu bleiben. Kommt her. Trip Trap. So, jetzt habe ich einen Stern. Und jetzt müsste ich eigentlich gleich da sein. Genau, hau erstmal du ab. Genau hier. Nein. Verpiss dich. Und jetzt kommt doch schon wieder ein neuer. Nein, fliegen. Er lebt! Geh da runter! Oh Gott! Das ist schon wieder so ein typisches Ding, ja. Ich versuche da zu überleben und dann vor diesen ganzen Trip-Traps, die runterkommen. Und dann schaffe ich es zwar irgendwie zu überleben, aber dafür ist dann diese Platte nicht hundertprozentig perfekt vor mir und ich falle dann runter und ja, jetzt geh einfach zum Ziel. Geh einfach zum Ziel. Yes! Erster Versuch. Ich bin so dankbar. Nach dem, was davor passiert ist, bin ich so dankbar, dass ich einfach diesen Mini-Pilz eingesammelt habe und das hier mit der vielen Übungen, die ich dann doch hatte, irgendwie hinbekommen habe. So. Zweite befindet sich hier. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt Mini-Mario, aber er wird sich vielleicht doch als nützlich erweisen, um hier ein bisschen schneller voranzukommen. Und damit ja dann doch etwas höhere Sprünge machen kann. So, das Problem war bei der letzten Sternmünze. Ich muss hier davor einen Schalter aktiviert haben. Ich hole mir das jetzt einfach mal, damit ich mal einen Treffer leisten kann. Ich glaube dann doch, dass er mir vielleicht nicht so viel nützt. Im Gegenteil, wenn dann so ein Feuerball von unten auf mich zugeschossen kommt, bin ich vielleicht doch lieber schnell drüben als langsam. Aber ja, weil ich muss nämlich einen dieser Schalter aktivieren, bevor ich die Halbzeitfahne überhaupt aktiviere. Das hier muss nämlich unten sein, was das letzte Mal nicht war. Dann muss ich hier rüber und jetzt darf ich nicht mehr sterben, weil jetzt aktiviere ich automatisch die Halbzeitfahne. Wenn ich es ja wenigstens aussuchen könnte, ob ich sie aktiviere oder nicht. Aber nein, dieses Spiel, das will keine Wahl. Ich muss sie aktivieren. Allerdings, wenn... Nein! Oh Gott! Oh Gott! Hol doch einfach die scheiß Blumen! Unfähig! Du bist so blöd! Jetzt kann ich schon nicht mehr machen, oder? Also ich kann es probieren. Das ist jetzt etwas, was ich im Game Design übrigens wirklich, wirklich schlecht gelöst finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich etwas sehr Negatives an diesem Spiel. Jetzt muss ich weitergehen. Was scheiße ist, ich weiß, aber... Ich meine, es ist jetzt nur ein Level, das macht jetzt nicht das ganze Spiel schlecht, aber es ist dann doch eine wirklich nervige Mechanik, dass man Sachen einbaut, die man vor der Halbzeit holen muss, vor der Halbzeitfahne, aber einen zwingt, die Halbzeitfahne einzusammeln. Der Sinn erschließt sich mir nicht ganz. Wenn man etwas aktiviert oder wenn man so etwas macht, dann kann man ja sagen, okay gut, dann aktiviere ich die Halbzeitfahne halt nicht. Okay, dann verlangt man halt, dass man in der Lage ist, dieses gesamte Level von Anfang an durchzuspielen. Finde ich zumindest bei der Länge dieser Level in Ordnung. Ich meine, ich bin jetzt kein allzu großer Fan davon, wenn man einfach keinen Speicherpunkt setzt und einen Sachen 50.000 Mal machen lässt. Aber die Level sind nicht so lange in diesem Spiel, deswegen finde ich das hier in Ordnung. Aber wenn man einen zwingt, diese Fahne einzusammeln, das verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt so gedacht ist, aber jetzt muss ich erstmal ein Level durchspielen, damit sich die Halbzeit resettet. Beziehungsweise vielleicht reicht auch eine andere Halbzeitfahne zu aktivieren. Aber wenn ich dann natürlich wieder reingebe, habe ich hier die Halbzeitfahne nicht mehr. Und von daher ist das Ganze dann ein bisschen sinnlos. So, komm mal her. Nein! What the...
Oh shit. Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Also ihr seht, wie 8-5 aufgebaut ist. 8-5 besteht im Prinzip aus kippenden Platten und... Okay. Sowohl mechanischer als auch organischer Natur. Und die kippenden Platten, die mechanischen sind um einiges... Jetzt hörst du mal auf an diesem... Hör zu! An diesem Koopa sterben Noobs aus Level 1. In Level 1, die das Spiel zum ersten Mal in der Hand haben. Nicht Leute, die einigermaßen geübt sind, ein Let's Play dazu auf YouTube machen. In Level 8.5. Aber ja, die mechanischen sind, wie ihr seht, mit der Kette befestigt. Das heißt, sie kippen... Also sie tun zum einen ein relativ großes Volumen abdecken, kippen dann auch leicht in die eine oder andere Richtung, gehen dann aber in die Mitte zurück und fallen nicht hin. Während, wie ihr seht, die organischen Kippplatten hier aus Gestein, sobald man sie betreten hat, in eine bestimmte Richtung kippen, sei es jetzt nach links oder nach rechts, sag mal, was ist mit der los? Und man daher nur eine gewisse Zeit hat, sie zu nutzen. Ich dachte das letzte Mal halt, wenn ich vom Screen weggehe, kehren die schon zurück. Aber nee, die bleiben dann weg und das ist nicht schlimm, weil ich eh vorhatte, den hier zu nehmen. Jetzt muss ich den hier nur... Okay, gut, da wäre noch ein zweiter hinterhergegangen. Sehr gut, zweite Sternmünze. Und schön, dass man hier für den mechanischen hatte, da die dann doch etwas angenehmer sind. Aber ihr seht, man hat immer eine leichte Tendenz nach links oder rechts. Komplett in der Mitte kann man hier nicht landen. Und je nachdem entscheidet sich diese Platte dann entweder nach links oder nach rechts zu kippen. So. Jetzt. Wie komme ich hier am besten hin? Ich glaube, ich muss... Hä? Die ist zurückgekehrt? Wirklich? Okay, komisch. Dachte ich mir nämlich, dass sie eigentlich zurückkehren, wenn man den Screen verlässt. Das hat dann wohl nur die mit dem Koopa nicht, die ich davor geholt habe. Okay. Und wie immer kann man sich darauf verlassen, dass dieses Spiel schon irgendwo eine Platte hat, die einem erlaubt, eine relativ hohe Punktzahl zu erzielen. Danke, Spiel. Vielleicht schaffen wir die 4 Millionen Punkte noch. Wäre ganz cool. So, und jetzt kann ich wieder zurück. Hoffen, dass meine Halbzeit mittlerweile deaktiviert ist. Meine Halbzeitfahne. Jo, das ist sie, da ich ein anderes Level abgeschlossen habe. Und, aber wie gesagt, also wenn man Frust oder... Es gibt ja immer wieder die Frage, was ist sinnvolle Schwierigkeit und was ist Frust und unnötig im Design. Und... Es gibt so gewisse Grenzfälle, da kann man wirklich drüber streiten, aber es gibt dann doch, wie... Das hier ist dann doch ein relativ eindeutiger Fall, wo man sagt, wenn man will, dass man, wie gesagt, die Halbzeit mitnimmt, dann sollte man einen nicht zwingen, oder dass man die Halbzeit nicht mitnimmt, sollte man einen nicht zwingen, die Halbzeit einzusammeln, weil das dann sinnlos ist, weil es keine Möglichkeit gibt, sie zu resetten, außer das Level durchzuspielen. Was ja dann auch irgendwie Käse ist. Wenn man dann nur, um eine Sternmünze zu holen, das Level ständig nochmal durchspielen muss. Ähnliches Beispiel ist in Donkey Kong 64. Ja, das DK Arcade beginnt auf einem relativ hohen Schwierigkeitsgrad. Und daher muss man sagen, ist es definitiv anspruchsvoll. Und das ist okay. Allerdings, dass Donkey Kong jedes Mal danach mit dem Kopf weg vom Schalter steht... und irgendwo in die Luft schaut, man sich dann hinbewegen muss, erstmal sehen muss, wie er zweimal schlägt, weil er mit B noch nicht reagiert und erst dann den Schalter betätigt, dann jedes Mal zu sehen, wie er den Hebel umlegt, zurückfällt, wieder aufsteht, das Spiel ins Arcade reinzoomt, man sieht, wie DK sie mit hochnimmt, so, und ich lasse diese Blume jetzt einfach da, die kann mich jetzt mal... Ich weiß auch nicht, sie ist nicht schwierig einzusammeln, aber gerade bin ich nicht in der Lage dazu. Was jetzt dazu führt, dass ich jetzt gegen den Endboss kämpfen muss als kleiner Mario. Oder natürlich, ich rutsch runter! Was? Ich hatte gerade einen kleinen Quit Rage. Es tut mir leid. Das sollte nicht so passieren. Ich nehme mal diesen Maxi-Pilz mit, weil ich gesehen habe, dass ich den aus der ersten Welt noch nicht aktiviert habe.
sodass ich wenigstens, wenn ich dann beim Endboss bin, einfach nur den Maxi-Pilz rausholen muss und mir nicht irgendein Bullshit passiert, wodurch ich sterbe. Und ich glaube, das ist hiermit offiziell der Level, mit dem ich am meisten Zeit verbraucht habe. Yay! Oh, wie cool. Ich wollte euch ja eigentlich ersparen, dass wir also so lange Sachen dranhängen. Zumal jetzt eh bald etwas kommen wird, wo wir ziemlich lange dran sitzen werden. Aber gut, ich hau jetzt einfach noch ein Super Mario Trivia raus, wie wär's? Und zwar, interessanterweise sollte Bowser ursprünglich als Stier gezeichnet sein, beziehungsweise als Rind, je nachdem, welche Bezeichnung ihr wählen wollt. Und das stammt von Miyamoto. Miyamoto hatte ursprünglich Bowser als Stier vorgesehen. Wenn man sich anschaut, wie sein Charakterdesign von Ganondorf aussieht, erkennt man da eine gewisse Ähnlichkeit, weil Ganondorf als Wildschwein ist natürlich auch eher, sage ich mal, Stier als Schildkröte. Zumindest von seinem ursprünglichen Design ausgehend, wo man natürlich bei allen Tieren eine gewisse Ansammlung von Pixeln vor allem hatte. Die ein bisschen unkontrolliert vonstatten. Oder die schon kontrolliert vonstatten ging, aber nur eben begrenzt etwas erkennen ließ. So, jetzt auf diesen Feuerball warten. Auf jeden Fall wurde dieses Design Yoichi Kotabe gegeben. Und der hat dieses Spiel. Ja, ich habe das Level gerade durchgespielt, um jetzt erneut, weil ich ja die Halbzeit aktiviert hatte, das jetzt machen zu müssen. Curse you! Aber ja, auf jeden Fall wurde dieses Design dann Yuichi Kotabe gegeben und der hat es als Schildkröte interpretiert. Und dann haben sich Miyamoto und Kotabe zusammengesetzt und haben Bowser im Prinzip so erstellt, wie man ihn heute kennt. Allerdings ist er definitiv eine Schildkröte und kein Drache. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass er ein Drache ist. Ja, er spuckt Feuer. Aber deswegen ist er kein Drache. Ich dachte schon, dass es von Anfang an klar war, dass er sozusagen eine Riesenschildkröte ist. Wenn man es mit den Koopas vergleicht, die kleine Schildkröten sind, vor denen er der König ist. Gut, ich nehme an, man hätte auch annehmen können, Peach sei ein riesiger Pilzkopf, was sich auch in ihrem alten Namen Toadstool durchaus niederschlägt. Aber ja, das ist dann vielleicht doch ein anderes Thema. So, kommst du mal her? Hallo! Bisschen schneller, ich möchte ungern, dass das Spiel noch irgendeine Möglichkeit findet, mich sterben zu lassen. Was ebenfalls lustig ist, dass der Kettenhund auf ein dramatisches Ereignis aus Miyamotos Kindheit zurückzuführen ist. Jedoch würde ich vorschlagen, dass wir darüber vielleicht nächstes Mal reden, denn wir sind hier am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit in diesem Part. New Super Mario Brothers. Danke für Daumen hoch. Abonnieren, wenn ihr nichts so verpassen wollt. Unterstützt mich auf Patreon. Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann nächstes Mal zum vielleicht großen Finale. Bis dann.